Corona und kein Ende in Sicht. Heute weniger denn je, denn heute ist einiges passiert mal wieder. Seit Tagen, seit Wochen versuchen die Regierungen auf Bundes-, Landesebene und die Verwaltungen auf Kommunalebene, Kreisebene, Stadtebene uns weiß zu machen, man habe das alles ja längst im Griff. Es hätte da einige kleine Fehler gegeben, aber das war es dann auch und alles sei bestens, wenn man denen glauben würde. Ich habe denen noch nie richtig geglaubt, denn meine Erfahrungen mit Behörden sind nun mal die, dass Behörden eins nur besonders gut können, es nicht zu können. Und dann hinterher aus Dreck Gold zu machen. Und das stolz zu verkünden. Heute war es besonders schlimm. Gegen Mittag heute verkündete die Sprecherin des Krisenstabes der Landesregierung Niedersachsen und die Regierungssprecherin Niedersachsens stolz vor laufenden Live-Kameras des Norddeutschen Rundfunks, wir stellen das mal alles richtig. Es ist alles gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ist es sogar prima. Wir haben das jetzt alles im Griff. Wir haben Fehler gemacht, aber die haben wir jetzt korrigiert. Und da geht es um zwei Sachen vor allen Dingen. Die zweite Stufe im Impffahrplan, das sind die zwischen 70 und 80 Jahre Alten und da auch wieder die Risikogruppen, die dann nochmal einen kleinen Vorrang haben, hätten, chronisch Kranke und so weiter und so fort. Das war das eine. Und das zweite Thema heute bei der Pressekonferenz der Landesregierung Niedersachsen war der Impfstoff AstraZeneca. Der war nun von Anfang an in die Kritik gekommen, er war nicht vernünftig ausgetestet. Man wusste nicht so recht, was ist damit. Und dann wurde wieder beschwichtigt, es wurde geschwurbelt auf Weltmeisterniveau. Ja, und dann kamen in der letzten Woche, in der vergangenen Woche, kamen die Meldungen aus Skandinavien. Das wird uns zu gefährlich, wir nehmen das Dreckzeugs nicht mehr. Wir haben das nicht ganz so krass ausgedrückt, aber letztlich läuft es darauf hinaus. Heute Morgen im Norddeutschen Rundfunk verkündeten die Expertinnen der Niedersächsischen Landesregierung stolz und sehr beschwichtigend, sehr überzeugend und beruhigend. Ach, glaubt doch bitte nicht diesen Quatsch in Sachen AstraZeneca. Das Zeug ist gut. Und das kann auch jeder guten Gewissens nehmen, er braucht keine Angst zu haben. Vor ein paar Wochen hörte sich das noch anders an. Da hieß es zunächst einmal, für über 65-Jährige, ältere als 65 Jahre, ist dieser Impfstoff absolut nicht geeignet. Davon war seit Wochen jetzt auch schon wieder überhaupt nicht mehr die Rede. Das kriegt jeder. Das wird jedem in den Arm gerannt, der irgendwie dummerweise vorbeiläuft im Impfzentrum. Und heute wurde wieder gesagt, nein, ach diese Dänen, was soll das? Das ist doch Hysterie, das sind doch Einzelfälle. Einzelfälle, ja klar, es sind Einzelfälle, stimmt. Aber wenige Stunden nach diesen hochoffiziellen Verlautbarungen der niedersächsischen Landesregierung kam dann die Meldung für die ganze Bundesrepublik, AstraZeneca wird vorläufig komplett gesperrt. Es darf erstmal nicht weiter geimpft werden mit diesem Serum. Tja, warum das denn? Ja, wir hatten auch einige Einzelfälle. Immerhin, es sind wenige, verglichen mit der Masse der Bürger. 6 Todesfälle, Todesursache offensichtlich
Embolien nach Impfung mit AstraZeneca. Das muss jetzt erst einmal weiter erforscht werden. Man kann auch nicht sagen, aber ob es wirklich daran lag, aber die Verdachtslage wird schon ein bisschen enger. Ein bisschen ist gut. Also ich sage ganz ehrlich, sollte ich jemals in den Genuss der Corona-Impfung kommen und die zeigen mir irgendwie ein Fläschchen, wo irgendwas von Astra oder Zeneca oder so draufsteht, bin ich so schnell weg, wie ich mit meinem Rollstuhl überhaupt wegkommen kann. Das lasse ich mir nicht in den Arm rammen. Und dann das Zweite ist, ja, auch heute wurde wieder von der niedersächsischen Landesregierung beteuert, allerdings in wenigen Nebensätzen, doch das interessierte überhaupt nicht. Jetzt gilt auch irgendwie diese Sonderfälle bei den über 70-Jährigen, 70- bis 80-Jährigen mit chronischen Krankheiten, die bekommen natürlich eine Vorzugsbehandlung. Naja, und ja, das regeln die Krankenkassen, wurde dann auch nochmal gesagt. Das hat die Landesregierung auch mehrfach geschrieben. Ich habe heute Morgen mit meiner Krankenkasse, der Barmer, gesprochen. Und die sagten mir, sie wussten echt nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Die Landesregierung Niedersachsen hat sich noch nicht einmal irgendwie darum bemüht, die Daten von solchen potenziellen Ausnahmefällen zu bekommen, um dann entsprechend die etwas früher impfen zu können. Tja, ich habe aber was bekommen von der Landesregierung. Toll, gucken Sie mal hier. Ja, Landesregierung mit Pferd und einem Code, sogar ein Code, sehr geehrter Herr Maas. Ja, ich bin auf einer Warteliste. Diese Warteliste ist eine, vermute ich, lange, lange, lange Bank, eine Wartebank. Da kann ich womöglich bis zum Nimmerleinstag drauf warten. Naja, vielleicht auch besser so. Hauptsache, ich bekomme nicht dieses Dreckzeugs AstraZeneca, bevor das wirklich endgültig geklärt ist. Die sollen das erstmal ordentlich austesten. Bis dann, ich wünsche euch trotzdem alles Gute.